Okay, mit euch habe ich nicht gerechnet. Verpasst ihnen einen Kopfkrampf, Leute! Nein, kein Kopfkrampf! Musik. Bam. Ich muss einfach versuch einfach die Musik zu ignorieren. Versuch einfach die Musik zu ignorieren. Ich mag sie eigentlich gern. Es nervt mich einfach, dass sie so verzerrt ist. Und ich höre auf, darüber zu jammern. Ich höre auf. Ich kann einfach nichts dran machen. Es tut mir leid. So, nein. Ich widme mich mal lieber den Kampf und werde hoffentlich nicht sterben durch irgendwelche Sprungschläge alle auf Mokka. Okay, der hat mehr. Nein. Okay, es passt noch. Ist alles gut? Es ist noch alles in Ordnung. Ich überlege gerade, ob ich wirklich das machen soll oder ob ich meine Sachen sparen soll, weil ich weiß, dass danach noch ein Gegner kommt. Mindestens einer. Oder nein, einer, zwei. Ich glaube, mindestens einer. Wow, sie haben Schein gegriffen. Das ist nur was Neues. So. Weiter. Eine Brise fegte über das Land. Und erschlug alle Otter? Nein, sie erschlug sie nicht, aber sie schädigte sie. Denn sie bekamen raue Haut und das war nicht gut für sie. Sie brauchen Feuchtigkeitscreme, aber die habe ich gerade nicht dabei. Also, tja, euer Pech. Ich laber wieder irgendeinen Kram, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll und irgendwie denke, dass ich die Stille irgendwie füllen muss und deswegen rede ich über Otter und raue Haut und Feuchtigkeitscreme, was alles so viel Sinn ergibt. Mir fällt gerade kein Vergleich ein. Ah! Nein! Okay. Oh, ich schlag mich ganz gut, also ich kann nicht meckern. So. Meine liebe Lassie, ich find's toll, wenn du uns heilen würdest, weil irgendwie. Naja, lieber nicht. Na, du brauchst nicht heilen, das mache ich nachher selbst. Also, so kann ich noch ein bisschen Punkte sparen und dann nachher, irgendwann, wenn ich so richtig verletzt bin, einfach so eine riesige Heile machen, die viel mehr bringt. Als wenn ich jetzt so ein Pipi-Ding mache. So, alle sind wir, das ist wunderschön, denn ich weiß jetzt, dass der Wille und die Verteidigung dann runtergehen. Das heißt, sie sind für physische und magische und körperliche, sagen wir es so, Angriffe anfälliger. Was ich toll finde. Ich dachte immer, Wille wäre davor, Wille. Ich dachte immer davor, Verwirrung wäre voll, nutzlos. Aber anscheinend doch nicht. Wie habe ich mich nur geirrt? So. Babs. Stirb! Mann! Fieb! Geh drauf! Das war sofort! Yes! Acht! 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 Okay, ich bin nicht gestorben, aber trotzdem acht! Das ist lächerlich. Das wisst ihr. Liebe nicht vorhandene, also nicht gerade vor Ort seiende Game-Entwickler. Acht! Weil ich gerade so viel Gummifrosch habe, mache ich einfach mal blub, 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 blub. Ich muss ja keine kaufen, ich kann ja da hinten immer hinlatschen und mit 1000 Bäche holen und gegen ein paar random Encounters kämpfen. Ja, das ist schön. Mal vorwärts. Hey, da ist Schuppi! Oh, hi, Schuppi! Ich weiß, was ihr plant. Ihr wollt die Früchte meines Fleisches ernten. Das werde ich zu verhindern wissen.
Bastarde! Glaubt ihr, ihr habt mich in die Ecke gedrängt, wie ein kleines, pilziges Rattentierchen? Das wollen wir sehen, wie euch diese leckere Katastrophe schmeckt. Pausen waren vollkommen falsch. Aber das ist mir egal. Ich bin Lord Simschnuppe. Du kannst dieses Schoßhündchen übernehmen, Pico. Schon gut, ich kümmere mich darum. Na dann mal los. Bist du bereit, Yuff? Ja. Da-da-da-da. Yay, Pico, endlich. Danke. Und sie kämpft gegen all diese Otter. Und wir kämpfen gegen ein Riesenvieh. Also sie alleine besiegt einfach diese ganzen Otter, die wir gerade zu viert besiegt haben. Also, so bin ich es nicht ohne. Und irgendwie bringt uns... Bei diesem Gegner finde ich, Pico bringt nicht wirklich was, weil das Vieh ist ein Wasservieh. Weißt du, das ist eher Element Wasser und Pico ist Feuer. Warum ist der jetzt hier? Also er bringt uns von den Elementen her nichts. Aber wir haben noch einen Charakter, also werde ich nicht maulen. Ah, nein! Verdammt! Oh mein Gott! Nein, Shai! Stirb nicht! Blauer Frosch. Nein, ich habe nur einen blauen Frosch. Grüner Frosch. Blauer Frosch ist einfach zu... Ich krieg den nicht so schnell. Ich kann ihn nicht kaufen. Später vielleicht, aber jetzt noch nicht. Oh mein Gott, Shai, du wirst sowas von drauf gehen. Und die... Nein, es ist Nacht! Gott. Na. Hi! Okay. Lassie ist bald in ihrem Reich. Mokka braucht auch noch ein bisschen, aber es werden, glaube ich, nicht noch in diesem Kampf schaffen. Wahrscheinlich erst... Also Mokka schafft es niemals in diesem Kampf und Lassie... Vielleicht, wenn ich Himmelsrotation benutze, aber ich habe... Es kostet so viel. Das Problem ist einfach, es kostet jedes Mal so immens viel. Ja, Magiepunkte. Jedes Mal, also... Man meint gar nicht, du musst nur ganz wenig bewegen den Planeten und das kostet wirklich mega viel. Deswegen wirklich lohnenswert ist das nur, wenn du einen Charakter hast, der wirklich viele MP hast. Aber wo das auch nicht schlimm ist, das ist schon Mokka. Wäre vollkommen nutz, diese Attacke Mokka beizubringen. Weil der kann ihn nicht benutzen. So, töte es. Ich warte von dir ein steiniges Massaker. Steine auf den Kopf. Steine oder Steine von unten von mir aus. Ist mir vollkommen egal. 1200. Damit bin ich zufrieden. Nachbrenner. Fackeln wir das Fischlein ab. Fackel, 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 Fackel. Das hat nichts gebracht. Also, fast nichts. Nein. Nein. Nicht auf Shai. Nicht auf Shai. Nicht auf Youth. Nein. Nein. Ja. Konnte blocken. Wenn sie jetzt vorne wäre, würde ich nur Yuf heilen oder Chai. Da sie nicht vorne ist, kann ich nur alle heilen oder gar keinen. Oder ich nehme einen Frosch. Das wird aber nichts bringen, weil dieses verdammte Fisch Chai fast mit einem Bissen fast 400 Punkte abgezogen hat. Also... Ah! Ja. Was soll's. So. Okay. 200 nur? Okay, hat gereicht. Chai, töte das Fischlein. Durchbohre es mit deinen Dornen. Nimm deine Dornen als Angelhaken, um ihn einzuholen. Ich glaube, das klappt nicht, weil die Dornen ja gerade sind. Aber versuche es trotzdem. So. Ich würde gerne ein wenig Tageslicht haben, denn dann würde meine ganze Aktion hier viel mehr bringen. Kriege ich anscheinend aber nicht. Das finde ich gemein. Nein! Verdammt! Mokka, mein lieber Freund. Ramme bitte einen spitzen Felsen durch das Gehirn dieses beknackten, lila-grünlichen Fisches. Grünlich-lila vielleicht eher. Oh, und er ist sauer. Guckt euch seine Lippe an. Wunderschön.
Ja, ich bedauere, ich habe Schmollmund. Okay, ich heile mal Juff. Schmuck hat nur noch einen MP. Yay. Nein, 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 nein! Puh. Okay, ich glaube, es war einfach nur, weil es ein kritischer Treffer war, diese fast 400. Aber trotzdem hatte ich jetzt gerade Angst. Wieso greif Pico an? Töte ihn, nicht mich. Er ist gerade erst dazugekommen. Töte ihn. Oh, er ist tot, okay. Also nicht Pico, sondern der Fisch. Habt ihr ja gesehen. Okay, das finde ich... Okay, 15, 30. Ich will trotzdem noch mehr haben. Gib mir... Oh, warte, mein... Ah! Sorry. Mein Wecker hat gerade geschillt. Ich habe mein Handywecker gestellt, damit ich weiß, wie viel Zeit vergangen ist. Und er hat gerade geschillt, deswegen... Ja. Welch unschädliches Arroganz. Komm schon. Stopp. Mach dich um mich keine Sorgen. Es ist egal, was mit mir geschieht. Solange alle anderen in Sicherheit sind. Auf geht es zu den lodernden Larven von Rasen. Die kleinen Krötenkinder können kaum hinterher mit diesem rostigen, rappelnden Relikt einer Rakete. Ich kann keine fiese Lache. Du wirst nirgendwo hingehen. Nein! Sobe, warte! Weg war sie. Nein! Was sollte das denn? Sobe? Bitte pass auf dich auf. Das Schiff mit Sobe und den Piraten verließ langsam die Oberfläche des Planeten Green. Yuff und die anderen Magier kehrten zum Dorf zurück und trösteten den niedergeschlagenen Pico. Ich kann nicht einmal einen Satz richtig lesen. Yuff, bist du wach? Nein. Ja, ich bin wach. Ich werde nach Rasen fliegen, um Sorbet zu befreien. Wenn die Piraten dorthin geflogen sind, muss Frau Baiser ebenfalls dort sein. Ich schlafe, Pico. Wie kannst du jetzt nur schlafen? Ich muss etwas tun. Und ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Können wir das nicht morgen, überreden, wenn wir an Bord der Rakete sind? Schlaf mich so entspannt. Rakete? Hey, Lizzie, wach auf! Was erzählst du da von einer Rakete? Du musst mich hinbringen, sofort! Oh, die pennen doch, wie süß. Oh, Chai, voll niedlich. Wow, das ist echt stark, Leute. Ist es eure Kiste? Wo habt ihr die denn aufgetrieben? Wie kommt man da rein? Von hier? Ist das die Tür? Ich fass es nicht. Pico findet die Rakete am schönsten. Er mag die toll und die anderen pennen immer noch. So süß. Das ist also der Aufenthaltsraum, hm? Und wofür ist das hier gut? Oh, ouch! Das Ding ist heiß. Pico, hör auf, unsere Dinge anzufassen. Du machst irgendwas kaputt. Ich sehe es, komm. Hey, träumst du, Schlafmütze? Wir müssen so B und Frau Baiser retten. Oh, was ist das? Ist das ein Steuerrad? Auf nächtliche Tour! Okay, also was wissen wir bis jetzt? Wir wissen, dass Frau Baiser und Sobe nach Rasen gebracht wurden. Wir wissen, dass wir mit unserer Rakete nicht nach Rasen fliegen können, weil wir vor der Landung schmelzen würden. Du entscheidest, Yuff. Was willst du machen?
Natürlich dahin fliegen. Nein, lieber nicht. Wir werden schmelzen. Blip. Autsch. Jetzt geht's also los, was? Dann sollte ich mal euer Gedächtnis auffrischen. Also was mich betrifft, was ich kann und so weiter, nur für den Fall. Also, ich bin Pico, ich bin ein Feuermagier. Alle sagen, ich wäre ein Hitzkopf. Das ist wohl nicht gerade die beste Kombination. Nein. Mit meiner Magie kann ich Bohnenkekse backen. Toll, Pico. Du bist genauso wie Unnütz wie Chai, der kann Blätter fallen lassen. Wow. Oh, ich hätte im Dschungel mal seine Fähigkeit ausprobieren sollen. Manchmal fallen da Blätter runter, die sind eigentlich ganz praktisch. Ich meine, einige kann man dafür gebrauchen, um auch welche Statten aufzuwerten. Also irgendwie so ein, ich weiß nicht, wie ist das, verrupftes Blatt oder so. Ich weiß nicht genau. Ich meine, man konnte welche finden, aber ich hab's vergessen. Kommt schon, auf geht's!